Willkommen im dreckigen Süden. Hier seid ihr bei 41 Speed Fanatica. Hier seht ihr meine Jungs. Ich bin Pablo SOK, aka Doc Zock, vor dem sich die Welt fürchtet. Mein Name ist Easy Beats. Ich bin Produzent und Komponist. Greg 41, Rapper. Ja, Duell 41 Speed Fanatica, Rapper und Produzent. Chris, der Mac. Ich bin Rako, aka der Panzer. Aka Ammo Beats. Yeah, Luca 41 Klick. Sei auf der Hut. Skazi 030 an alle Motherfucker, Alter. Passt auf, Mann. Dirty Sauce. Time to brush. Weißt du, wir unterstützen uns auch. Und deswegen sind wir heute hergekommen und haben hier unser Interview gemacht. Wir sind ein Label und eine Crew zusammen. Das ist alles in einem. Eine große Familie. So sieht's aus. Deine Straßen sind heiß, wir machen hier Straßenscheiß. Hier sind alle kriminell, ich liefere euch den Beweis. Ich bringe schwarz auf weiß, dass es gefährlich ist. Wenn du in meiner Stadt rumkommst, auch kein Berliner bist. Wir machen hauptsächlich Dirty Sauce Musik. Crunk Shit, kranke Scheiße. Und jeder, der sagt, der ist Sauce und Crunk, außer vielleicht noch Jungs aus Wedding, können sich spicken, weil das sind sie nicht. Sondern wir 41 Speed Fanatiker. Was los, meine Crew wird ganz groß. Ist frech, brennt heiß, ist echt. Und scheiß auf alles, was dich vorn stellt. Auf alles, was nicht weiß, du Welt. Es gibt kein der Duell auf Welt, denn ich kämpf gegen den Rest der Welt. Ich bin seit 2000, bin ich TMR-Member. TMR gehört zu Berlin Crime. Meine Wut habe ich früher durch Sprühen ausgelassen. Heute lasse ich sie über Musik aus. Weißt du, was ich meine? Sehe nicht nur irgendwie Kriminalität als Rapper, nein. Es gibt auch Leute, die hatten nie eine Anzeige, aber ein hartes Leben. Weißt du, was ich meine? Sind nicht kriminell, aber hatten ein hartes Leben. 100% Authentiz. Wenn ich sage, ich schieß dir in dein Gesicht, dann schieß ich durch dein Benz. Ich muss so viel erzählen über die Kamera, dass ich eigentlich die Gun nehmen müsste und losgehen im nächsten Studio, wo der Student rappt, wo ich ihn schießen kann und Hurensohn. Mich werdet ihr bald nicht mehr sehen, ich werde im Knast enden. Ich bin ein verrückter Motherfucker, ich bin Pablo SOK, aka Doc Zock, Alter. Ich komme aus Jerusalem, Palästina, ihr Muttergefickten. Die einen nennen mich Doc Zock, die anderen nennen mich Papi. Die einen sagen fuck you, die anderen sagen fuck me. Heute bin ich gut gelaunt, bring den Jack mit auf die Party. Hab die Pforte voll Massari und den Sack frisch rasiert. Meine Kette, meine Uhr, mein Ring sind poliert. Hörst du diesen Sound? Das ist Südberliner Sound. Für die Partys im Club oder bei dir zu Hause. Unsere Musik ist real, unsere Musik ist authentisch. Wir dissen keine Leute, um nach oben zu kommen, sondern wir dissen die Leute, dass die wieder auf den Boden kommen. Ich bin immer auf der Hut und ich hab einen Traum. Ich will Kinder lachen sehen und auf die Zukunft bauen. Ich bin nicht schwarz, bin ich weiß, ich verliere den Verstand. Ich bin ein Ausländer, sogar im eigenen Land. Ich werde nicht anerkannt und vom Staat ignoriert. Hatte wenige Chancen und hab sie alle verspielt. Ja, wir machen Musik für die Straße, auf der Straße. Es ist auch der Sinn der Sache, dass man von der Straße wegkommt, um seinen Frust am Mikrofon auszulassen. Die Jugend übt an euch Rache, weil ihr den Schmerz niemals fühlt. Sondern anstatt ihr zu helfen, man sie nur ständig belügt. Ihr wollt uns sagen, was wir tun und lieber lassen sollen. Doch hinterfragt niemals die Dinge, die wir wirklich wollen. Wir leben ein Leben in Armut, ich sehe die Tränen, wie sie laufen. Aus den Augen hilfloser Mütter können ihren Kindern nichts kaufen. Okay, hier ist Deko. Ihr seid hier im Laden von Time to Brush. Und zwar bei Bass 2, Tori, Deko 1 und Sean. Hier seht ihr, wir haben hier gerade einen Auftrag für Easy Beats, eine große Bestellung. Und das ist so, was wir zurzeit machen, hauptsächlich Shirts machen. Dann haben wir noch eine Tour, wo wir Shows machen und Tonspuren machen. Und halt deutschlandweit. Das ist mein Leben, ich hab einen Traum. Eine Welt ohne Probleme, lass uns zum Himmel aufschauen. Das ist mein Leben, was wär ich ohne Musik? Wenn ihr nach Berlin kommt, kommt zu dem Laden Time to Brush und kauft euch den T-Shirts, ihr Muttergefickten, ja? Yalla, bye!